Liebe Brüder und Schwestern, herzlich grüße ich euch alle, die ihr an unserem Katholikentag in Leipzig teilnehmt. Ich freue mich, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid. Ihr wollt den Menschen in Leipzig und in ganz Deutschland zeigen, dass ihr aus der Freude des Evangeliums lebt. Ihr habt gute Beziehungen mit den Christen anderen Konfessionen und legt mit euren tätigen Einsatz für die Schwachen und die Bedürftigen glaubt das Zeugnis für Christus ab. Seht, das ist der Mensch. Unter diesem Leitwort habt ihr euch versammelt. Das zeigt sehr schön, worauf es ankommt. Es ist nicht das Machen oder der äußere Erfolg der Zeit, sondern die Fähigkeit, stehen zu bleiben, ihn zu schauen, aufmerksam zu sein gegenüber dem Mitmenschen und ihm zu geben, was ihm wirklich fehlt. Jeder Mensch sehnt sich nach Gemeinschaft und nach Frieden. Er braucht ein friedliches Zusammenleben. Aber das kann nur wachsen, wenn wir auch für den inneren Frieden in unseren Herzen sorgen. Viele Menschen leben in einer stetigen Hast. Deshalb neigen sie dazu, alles um sich herum zu überfahren. Das wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie sie die Umwelt behandelt. Es geht darum, sich mehr Zeit zu nehmen, und den ruhigen Einklang mit der Welt und der Schöpfung wieder zu gewinnen, aber auch mit der Schöpfer. Suchen wir in der Betrachtung und im Gebet immer mehr Vertrautheit mit Gott zu erlangen. Ganz allmählich werden wir dann entdecken, dass er unser Wohl will. Er will uns glücklich sehen, voller Freude und Gelassenheit. Wer die vertraut mit Gott, regt aus unsere Barmherzigkeit an. Wie der Vater liebt, so lieben auch seine Kinder. So wie er barmherzig ist, sind auch wir berufen, einander barmherzig zu sein. Lassen wir uns von Gottes Barmherzigkeit auch in einer guten Beichte anrühren, um immer mehr barmherzig zu sein wie der Vater. Seht, das ist der Mensch. In unserer Gesellschaft erleben wir so oft den geschundenen Menschen. Wir sehen, wie andere über den Welt seines Lebens befinden und ihn in Alter und Krankheit zum schnellen Sterben drängen. Wir sehen, wie Menschen bloßgestellt, hin und her gestoßen und ihrer Würde beraubt werden, weil sie keine Arbeit haben oder weil sie Flüchtlinge sind. Wir sehen hier den leidenden und gemarteten Jesus, der den Blick auf das ganze Ausmaß von Gemeinheit und Brutalität lenkt, das Menschen in dieser Welt erleiden und einander zufügen. Ich wünsche allen, die in Leipzig versammelt sind, und allen Gläubigen in Deutschland,
dass sie in ihrem Leben der Stimme der Armen und Zerschlagen immer mehr Raum geben. Unterstützt einander im Austausch vor Erfahrungen und Ideen, wie wir die frohe Botschaft Christi zu den Menschen bringen können. Dazu bitten wir um Gottes Beistand, den Heiligen Geist, dass er uns Mut und Kraft gebe, Zeugen der Hoffnung zu sein, die Gott für alle Menschen ist. Und bitte beten auf mich. Von Herzen erteile ich euch allen, die ihr an diesem Fest des Glaubens, der Freude und der Hoffnung mitwirkt und an ihm teilnehmt, den apostolischen Segen.